Herr Specht, warum hat man denn beim Ordnungsamt die Fahrradstreife eingeführt? Die Fahrradstreife ist ein effizientes und gutes Instrument, um Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum aus einer ganz anderen Perspektive zu erkennen. Man ist gut ansprechbar, man sieht Parkverstöße zum Beispiel in einer ganz anderen Art und Weise, aber insbesondere den öffentlichen Raum ganz anders zu erleben, nämlich dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist, die Perspektive der Radfahrer hat. Und deswegen habe ich sie vor 3 Jahren einführen lassen. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben allein 2500 Verwarnungen jetzt in den ersten 7 Monaten ausgesprochen. Und es zeigt eben, dass es unheimlich wichtig ist, diese Radstreifen zu haben. Sie dienen auch als Ansprechpartner für die Bürger vor Ort. Man spricht den Radfahrer einfach viel leichter an, als jemand, der im Auto vorbeifährt. Wir haben extra Pedelecs eingesetzt, dass der Radius größer wird. Wir kommen dort in Grünbereiche rein, wo wir mit dem Auto eben nicht hinkommen und auch die Fußstreife viel zu lang unterwegs ist. Dort, wo Menschen sich im Sommer aufhalten, in Parks, an Seen oder am Rhein- und Neckarufer. Und deswegen bin ich sehr zufrieden und fahre einmal im Jahr immer persönlich mit, um mir ein Bild zu verschaffen, wo wir auch noch Verbesserungen haben. Beim Stichwort Bürger, welche Rückmeldungen haben Sie denn von den Mannheimern bekommen? Also wir haben eine sehr positive Rückmeldung. Die Radstreife wird gesehen auch. Natürlich, wenn man erwischt wird, ist die Rückmeldung oder wenn man gerade einen Strafzettel bekommt, ist die nicht so positiv. Nichtsdestotrotz, viele sehen es auch ein. Wir haben große Rückmeldungen auch über unseren Mängelmelder. Also man kann direkt einen Mangel einstellen, ein Bild machen davon zum Beispiel oder mit einer Textmitteilung uns das zur Kenntnis geben und auch sehen, wann es abgearbeitet wird. Man bekommt eine Rückmeldung. Das heißt, wir versuchen hier einiges zu machen, um den öffentlichen Raum sauber, ordentlich zu halten, weil das ist ein wichtiger Beitrag für das subjektive Sicherheitsgefühl und damit für das Lebensgefühl und die Lebensqualität in Mannheim. Planen Sie denn, die Fahrradstreifen noch weiter auszubauen? Ja, also wir sind jetzt mit 8 Mitarbeitern unterwegs. Gegebenenfalls werden wir das auch noch mal in den Winter hinein noch etwas verlängern. Wenn die Ergebnisse weiterhin so positiv sind, werden wir das auch ausbauen noch. Herr Specht, ganz vielen Dank.